Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Survival Games und wir sind wieder genau auf derselben Map wie gestern. Ja, also, ihr seht es schon im Titel, ich möchte heute über ein Thema sprechen und erstmal werde ich hier weglaufen. Das mit der Kiste hat sich gerade überhaupt nicht gelohnt. Also, ich möchte heute über ein Thema sprechen und, ja, ihr seht es halt schon im Titel, was halte ich denn von der Facecam oder anders gesagt, warum habe ich denn immer noch keine an? Das ist ja immer wieder in den Kommentaren ein Thema. Also ich lese das eigentlich, ja, bestimmt mindestens zweimal die Woche. Ist total viel, es stört mich richtig. Nein, natürlich stört es mich nicht. Aber ich möchte dazu jetzt einfach mal Stellung beziehen. Einfach nur, weil die Leute, die es wirklich interessiert, die haben das natürlich auch verdient, dann mal eine Antwort zu bekommen. Was habe ich denn jetzt schon mal? Und deshalb werde ich dazu jetzt ein bisschen was sagen. Also vorab, ich schaue gerne Leute mit Facecam. Also es ist jetzt keine persönliche Sache von wegen... Ich mag Facecam gar nicht selber schauen, deswegen mache ich es selber nicht. Das stimmt so nicht. Ich mag es, wenn Leute Facecam haben. Aber ich habe schon immer so ein Problem bei mir selber damit gehabt. Ey, es ist genau dasselbe wie gestern. Ich komme hier einfach nicht drüber. Ich muss auch noch sagen, es ist echt scheiße, in Minecraft das aufzunehmen, wenn man keinen Skill hat. Aber davon mal abgesehen. Ja, ich mag gerne Facecam so. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, jeder von euch mag Facecam. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Leute, die sagen, Facecam, nee, das stört mich total. Und ich denke auch mal, die meisten würden das gerne von mir sehen und ich glaube auch, dass meine Videos dadurch auf jeden Fall auch besser ankommen würden. Es gibt bloß ein Problem, ein klitzekleines Problemchen und zwar bin ich ein bescheuerter Mensch und ich weiß nicht, es gibt da noch so eine Blockade, es geht einfach nicht. Also ich kann das nicht, ich kann mich nicht auf YouTube zeigen. Ich weiß nicht wieso, also es ist jetzt nicht, weil entweder, dass es mir peinlich ist vor meinen Real-Life-Leuten, nein, sicherlich nicht, aber... Keine Ahnung, ich denke auch nicht, dass ich jetzt so unfassbar hässlich bin, dass mich hier alle flamen würden. Das denke ich halt einfach auch mal nicht. Ich kann es euch wirklich nicht beschreiben. Aber ich war halt schon immer so ein Mensch, ich habe vieles so für mich gehalten. Also ich erzähle, so, also private Sachen, sage ich mal, die da habe ich keine Lust, das rauszugeben. Da kann ich euch auch nochmal ein Beispiel nennen. Ich hatte mal auf meinem alten Kanal mit wohlgemerkt 200 Abos, das ist ein Zehntel von dem, was ich jetzt habe, habe ich ein einziges Mal meinen Real-Life-Namen verraten. Ein einziges Mal. Und auf einmal hatte ich auf Facebook bestimmt 4, 5 Anfragen. Ich dachte mir, hä, what, was sind das für Leute? Warum adden mich auf einmal, keine Ahnung, 13-Jährige, die ich überhaupt nicht kenne? Und nicht mal, dass ich das schlimm gefunden hätte, aber... Oh Gott, ich muss hier mal weglaufen, sonst ist das Video gleich zu Ende. Nicht mal, dass ich das irgendwie schlimm gefunden hätte, aber... mich adden auf einmal 13-Jährige Leute, die dann fragen, bist du nicht hier YouTuber, bist du Luki? Und ich dachte mir einfach, lol, was? Hallo? Die mich dann halt einfach so fragen, Gott, jetzt wiederhole ich mich zum 20. Mal. Egal, ihr wisst, was ich meine. Auf einmal adden mich Leute und da hatte ich 200 Abos. Und dann denke ich mir, okay, ich hatte 200 Abos und auf einmal adden mich da die Leute. Jetzt habe ich 2000 Abos. Okay, ja, es ist sicherlich hier nicht alles aktiv. Aber trotzdem, ich habe trotzdem mehr Klicks als früher auf meinem alten Kanal. Viel mehr Klicks. Und dann denke ich mir einfach, wenn ich meinen Real-Life-Namen verrate, wenn ich mich zeige, dann ist eigentlich die ganze Privatsphäre, die man so hat. Und ich meine... Jeder Mensch möchte, glaube ich, eine Privatsphäre. Ich meine, Leute wie Unge und Dena, die haben zwar ihre, ja, ihre Klicks und ihre Aufrufe, aber die beschweren sich doch auch immer wieder, dass ihre Privatsphäre gefährdet ist. Oder dass sie nicht in Ruhe mal was machen können, ohne vollgelabert zu werden. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Auch manchmal, wenn ich dann so Leute sehe mit 5 Abos, die dann auf einmal Facecam machen, ja gut, was, ich kann dagegen natürlich nichts sagen und möchte ich auch nicht, aber irgendwie... Es ist ja nicht mal nur so, dass, wie sagt man, dass das irgendwie peinlich ist. Vielleicht werden die Leute dann später, wenn das mal irgendwie rauskommt, gemobbt. Ich meine, gut, mir wäre das nicht peinlich. Womit soll man mich jetzt dissen? Ey, Luki, du hast über 2000 Abonnenten, du bist ja voll das Opfer. Und ich denke mir so, hä? Ja und? Was jetzt? 2000 Abos, das ist eine große Zahl. Wisst ihr, man kann mich mit meinem YouTube-Kanal so nicht dissen. Aber... Ihr versteht es. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Es gibt immer, es gibt, glaube ich, für jeden Menschen würde es so eine Blockade geben, sich so vielen Menschen einfach so in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und die Blockade habe ich halt einfach auch. So. Das ist halt einfach der Punkt, warum immer noch keine Facecam kommt. Eventuell mache ich das ja. Ich gebe ja ehrlich zu, ich denke, dass meine Videos auf jeden Fall mehr Qualität haben würden. Und wie komme ich jetzt hier rein? Nein! Ach, verdammte Scheiße. Na, warte mal, schnell ins Wasser. Fuck, wo ist das Wasser? Scheiße, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob das mich hier auf dem Server verbrennen würde. Nö, geht eigentlich. Nee, also nochmal. Ich denke einfach, dass meine Videos auf jeden Fall mehr Qualität haben würden. Aber ich würde mich einfach ein bisschen unwohl fühlen. Und ich denke mal, das könnt ihr akzeptieren, diese Meinung. Und nun möchte ich halt auch noch wirklich nochmal was sagen an Leute,
ja, die jetzt schon Facecam machen. Okay, es ist cool, jeder soll YouTube so machen, wie er will. Aber wenn mein kleiner Cousin mich fragen würde, soll ich jetzt Facecam machen oder nicht, mit 50 Abos, meine Antwort würde immer nein bleiben. Ganz einfach. Guck mal, ich habe wie vielen Leuten aus meinem Real Life erzählt, dass ich YouTube mache? Also, mein guter Kumpel Hypex, den ich seit der Grundschule kenne, der weiß das. Also, der ist einer, der würde, der weiß das halt aus meinem Real Life. Wer weiß das noch? Zwei Kumpels aus meiner Klasse. Jetzt muss ich schon überlegen, wer weiß das denn noch? Aus meinem Real Life. Eigentlich war es das schon wieder. So, und ich finde auch, dass man zumindest zum Anfang auch so halten sollte. Und nicht mit 50 Abos Facecam oder sowas machen, weil da ist einfach die Gefahr, dass ihr einfach gehänselt werdet. Das ist einfach zu hoch. Und die Gefahr muss man nicht eingehen. Ich meine, ich wurde nie für irgendwas auf YouTube gehänselt, so. Deswegen denkt jetzt nicht, dass ich aus Erfahrung spreche oder sowas. Aber ich möchte halt einfach Leuten davon abraten, weil ich schon mitbekommen habe, wie es passiert ist. Und ich sag mal so, wenn sich jeder über euren Kanal lustig macht, dann glaubt mir einfach, das ist sicherlich kein schönes Gefühl. Ich muss ja keine Namen nennen bei Leuten, denen das schon passiert ist. Die löschen dann einfach ihren YouTube-Kanal und dann hat sich die ganze Arbeit, die man sich gemacht hat, auch einfach mal so erledigt. Und keine Ahnung, das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Deswegen lasst es erst noch mal ein bisschen, behaltet das so ein bisschen für euch. Macht das einfach für euch auch Spaß und wir gehen mal ein bisschen in die Mitte. Weil, ja, hier noch dumm rumlaufen. Ich meine, die meisten Kisten sind jetzt eh gelootet. Deshalb mal schauen, vielleicht holen wir was in der Mitte. Nee. Sieht nicht so aus. Deshalb werden wir hier nochmal ein bisschen Affen-Style hier hochklettern. Und mal schauen, ob wir hier irgendwo noch auf diesen, ja, auf diesen Bergen noch ein paar Kisten bekommen. Ja. Wo war ich jetzt? Genau. Denkt nicht, dass wirklich jeder eurer Freunde YouTube cool findet. Oder was heißt jeder eurer Freunde? Es gibt natürlich auch, gut, ich habe jetzt das Glück, dass ich das so nicht hatte, natürlich auch Leute, die dann wahrscheinlich euch es einfach nicht gönnen. So, bei mir weiß ich halt einfach, die Leute, die es wissen, die gönnen mir dann auch sozusagen in Anführungszeichen den Erfolg. Ich meine, das hört sich jetzt alles scheiße an, aber ihr wisst, was ich meine, in Anführungszeichen den Erfolg. Ist ja jetzt hier kein riesiger Hype, aber ich sag mal so, ich bin jetzt sicherlich nicht der Erfolgloseste. Und es gibt aber halt, denke ich, auch viele Leute, die euch das nicht gönnen werden. Und natürlich kann man sagen, scheiß auf solche Leute, ja? Das würde dir jeder sagen. Ja, mach dein... Oh, da ist einer. Mach dein Ding, scheiß drauf. Aber das ist immer leichter gesagt als getan. Und diesen Fauben, den hole ich mir jetzt. Der kann mich nicht sehen, oder? Sieht er mich? Okay, ich habe ihn gehittet. Sehr schön. Alter. Ja, Mann. Das war richtig gut. Hatte der nicht... Alter, der hatte doch irgendwas mit Eisen, oder? Sag mir nicht, dass der kein Eisen hatte. Warte mal. Bottle, der, das behalten wir mal. Nein! Was? Ach komm. Das ist mein Ding damit. Mann, Minecraft aufzunehmen ist manchmal echt ein Abfuck. Mann, da hatte man mal einen guten Kill. Oh, egal, Leute. Ihr habt's verstanden. Schreibt mir dazu, was ihr denkt. Facecam ja oder nein? Würdet ihr das selber machen? Und Alter, Mann, es ist schon wieder so eine Scheiße. Ich will es jetzt aber nicht von vorne aufnehmen. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.